Sehr nice. Sehr nice. Das finde ich gut. Schleichen wir uns mal Homing Missile mal eins. Ach, wie gut. So. Der sollte eigentlich gar nicht so springen, aber egal. So. Jetzt kann ich gleich schön einen von euch aus dem Leben reißen. Auf wen hast du feuern? Ah, okay, auf den. Oh, nein, 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 nein. Oh, wird's kniffelig. Wir haben noch Chancen inzwischen wieder. Wir werden uns jetzt mal hier oben auf den Gipfel stellen. Das wird schwer. Schnappen uns die Homing-Missile. Markieren das Ziel. Die müsste, glaube ich, etwa, die muss relativ schräg starten. Na, die hat mich ein bisschen zu stark. Okay. Du kannst sowieso nichts machen da unten. Well said, my lord. Das hat mir eine wunderbare ins Gesicht zu jagen. Schade. Du bist meine einzige Hoffnung. Jetzt wird's hässlich. Jetzt wird's richtig hässlich. Das wäre extrem dumm. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe keine Seil mehr, Scheibenkleister. Jetzt gucken, haben wir irgendein Objekt da? Ja, haben wir. Ich bin gerade am Überlegen, was ich tue. So. Um möglichst weit davon nicht auch wegzukommen. Der wird wahrscheinlich auf meinen Techniker ballern. Hm, war klar. Und ja, natürlich auch noch treffen ist. So. Na, wir haben ihren Dinger jetzt ausgeschaltet, wenigstens. Wir können jetzt unfaire Taktiken betreiben, von wegen wir verschanzen den Techniker, dass er nicht getroffen wird und heilen uns dann Dauer. Aber soll ich jetzt, ich bin nicht der Freund solcher Taktiken, deswegen. Moment mal, fuck that shit, das ist Worms. Ja, tust du. Wenn du uns nicht tötest, können wir dich töten. Mimine zieht beim Direct Impact. Du schmeißt doch alle auf den Techniker, wa? Ja gut, du bist tot. So. Ich glaube, das mir mal einfach. Oder praktisch mache ich es mir. Oh, wieso Wahnsinn. Packen die, weil eine Mine müsste bei einem Direct Impact eigentlich 45 machen. Genau. Dich hätten wir damit schon mal. Habe ich eigentlich auch einen Teleporter? Das muss ich mir nämlich dann fürs nächste Mal merken. Oh, wenn wir das noch schaffen, ey. Ja, du überspringst. Nice one. Faggot. Faggot.
den Weg ein bisschen verbaut, da wieder hochzukommen, kann das sein? Ah, ich hab's noch geschafft, sehr schön. Allerdings meint dieses Spiel gerade wieder. Nicht irgendwie mal meiner Kamera folgen zu müssen. Selbstmord. Ja, oder man versaut sich einfach die Chance nach Spielen einfach mal selber. Überfall. Na gut, ich versuche sie tot gewesen. Ja. To the victor, the spoils. So, wir werden es ja einmal versuchen, dann gucke ich mal, ob ich das Level überspringen kann irgendwie. In all my years as a wildlife doctor. Müssen schauen. Dass wir möglichst jetzt schon Fortschritt erzielen. Ach komm schon! Nein! So was geht mir zu sehr auf den Nerv, dieses. Oh, du kriegst zwei Fallschaden, nein! Mein Gott! So, wir latschen kurz nach vorne, dass wir ein bisschen mehr Vorteil verbinden können. Packen wir hier nämlich das Dynamit aus. Und fragen uns ganz eindeutig, wie wir. Mine Instant Explosion FTW. Ja, das war jetzt selbst das war doof. This was not the greatest idea I've ever had. Sehr gut, wenn ich tot bin, werden wir es nämlich ganz böse bereuen. Sehr schön. Wohnauswahl. Jetzt können wir nämlich, bevor er drauf geht, hier noch ein bisschen Verwüstung drin anrichten. Indem wir zum Beispiel so machen. Nicht da rein. Indem wir ihn nämlich möglichst nah an den anderen Wurm ranbringen. Der Science wird mich jetzt töten, höchstwahrscheinlich. Ich hab schon mal das dumpfe Gefühl. Ah. Allerdings bombt er wieder seinen eigenen weg, wenn er das macht. Das ist auch so ein kleiner Vorteil, den ich dadurch habe. Wenn der 96er da vorne jetzt eigentlich wieder drankommt, bin ich halt jetzt ziemlich gearscht. Es sei denn, du frisst jetzt eine Nahkampfattacke aus. So sieht's auch aus, als würdest du mich jetzt mit dem Nahkampf umprügeln. Genau, jetzt bin ich nämlich ausgeschaltet, ohne Schaden anrichten zu können. Aber wir haben sie gut niedergemacht da hinten. Deswegen interessiert mich, ob man das so vielleicht eventuell nochmal machen kann, weil so sind sie relativ schwach, finde ich. So sind sie leicht verwundbar. Wenn man den so aussieht, das habe ich ja auch in der letzten Folge noch wundervoll gemerkt. Dann wir. Ah,
packen den Base hier aus und knüppeln dich mal. Ich könnte mich so aufregen, das kotzt schon wieder an. Nein, das Ding steht viel zu weit oben, aber ich fliege trotzdem nicht runter, weißt du? Alles Impact, ich fliege wieder 100 Meter. Ja, leck mich ins. Ihr könnt nicht vorstellen, was ich gerade wieder schon für ein. Wie spiel angepisst ich schon wieder bin. Es ist schon wieder nicht mehr nennbar, wie genervt ich gerade bin. Das ist mein Wurm da oben nämlich für nichts verreckt. Let us engage. Wieder mit der Basta runtergeholt. Zack. Das ist so ein Beschiss, ey. Ich krieg langsam so einen Hass auf dieses Game. Die KI. Bunkerbombe. Die Bunker wird dich da nicht runter befördern. Ja, super. Einfach weil ich gerade echt keinen Bock drauf habe. Das werde ich bei dem Level jetzt auch relativ oft machen. Weil ich euch jetzt auch nicht 100-mal ständig irgendwelche verkackte Kacke zeigen muss, die ich dann bis zum Ende spiele. Warte, warte, warte. Stellt sich die Frage, so werde ich so scheiße schaffen? Nee, kann ich natürlich nicht. Feel the point of my rapier, scoundrel. Outrageous fortune. Strength and honor. Meine Wurmauswahl und zwar bitte auf den Wurm. Bevor du jetzt wieder von der Bildfläche abtrittst, packen wir den Fallschirm ein. Letztes Mal hätte ich ihn nämlich schon gebraucht, hätte ich wieder einen falschen an oder so gekriegt. Ja, ich treffe mich natürlich mit 23 Schaden noch selber. So. Well said, my lord. Der jetzt dran ist. Sehr schön. So. So. Es ist einfach zu krank, dass wir gegen das doppelte Anwürmer kämpfen müssen, die wir haben. Wir haben 4, die gibt es 8. Sowas finde ich einfach an dem Spiel. Und dann nochmal eben mit der KI, die so krank zielt. Das ist halt etwas hart. Du willst dich ja K.O.
60